Es gibt 37 Millionen Smartphone-Nutzer in Deutschland. Das ist fast die Hälfte der deutschen Gesamtbevölkerung. Und fast jeder Smartphone-Besitzer macht von den digitalen Helfern Gebrauch. Über 1,7 Milliarden Apps werden jährlich in Deutschland heruntergeladen. Für viele Verbraucher wie X unbekannt sind sie nützliche Begleiter im Alltag. Schließlich hält er sich mit ihnen topfit. Weiß immer, was seine Freunde gerade so treiben. Und dank Spiele-Apps kennt er keine Langeweile mehr. Was er nicht weiß? Alle Daten, die er den Apps freigibt, werden teilweise auf Servern im Ausland gespeichert oder ohne seine Zustimmung an andere Unternehmen weitergegeben. Persönliche Daten werden verknüpft mit Adress- und Standortdaten. Das heißt, für Unternehmen sind Menschen wie X unbekannt, alles andere als profillos. Aus den Informationen darüber, wo er sich bewegt, was er kauft und was ihm gefällt, entsteht langsam aber sicher ein facettenreiches Nutzerprofil. Aus X unbekannt wird so X sehr bekannt. Je umfangreicher der Datensatz ist, umso wertvoller ist der wirtschaftliche Nutzen. Die Verbraucher zahlen oft mit ihren Daten für die vermeintlich kostenlose App. Sie selbst aber tappen im Dunkeln. Was geschieht mit den Daten? Damit Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, was mit ihren Daten geschieht, muss die Politik klare Spielregeln schaffen. Erstens, datenschutzfreundliche Voreinstellung. Keine Verwendung von Daten, die nicht zum Betrieb der App benötigt werden. Zweitens, weitere Verwendung personenbezogener Daten und Profilbildung nur mit Einwilligung des Nutzers. Drittens, Verbraucher müssen die Kontrolle über ihre Daten haben.